Willkommen zurück, Reisende. Wir sind jetzt auf dem Weg in das Endgebiet. Ich habe uns eine Piratenstation organisiert als Lagerschiff. Und werden wir jetzt erstmal gucken. Ah, hier ist auch fertig. Wie es im Endgebiet so aussieht. So, also hier sind schon sehr viele Piraten. Achso, bestimmt eine Piratenbasis direkt. Dann bleibt unser Frachtschiff hier stehen. Wir speichern erstmal, damit wir hier nicht nochmal hinfliegen müssen. Und dann werden wir uns die Sache mal angucken. So, da ist das erste. Oh, direkt ein 18er. Voluntas. Schießen wir mal hin. Hier hat er Kontrollräume. Ja, wie stehen wir jetzt? Schießen wir da erstmal hin. So. Dann jetzt dahin. Ärgerlich, dass der höchstwahrscheinlich schneller ist. Was bedeutet, er könnte seine Atomraketen abschießen. Einmal werden wir noch schießen müssen. So, jetzt einfach noch hier in die Mitte einmal auf den letzten Energiekern. Oh Gott, wir sind zu weit. Wir können nicht weiter nach hinten fliegen. Hoffentlich schießt er seine Atomraketen nicht ab. Unser Frachtschiff steht nämlich leicht im Weg. Ah gut, das war's. Hier ist direkt das nächste Schiff. Wir müssen unbedingt den hier. Oh Gott. Sieht aber gar nicht gut aus. Ja, das hat sich dann erledigt. Wir haben keine Waffe mehr. Also werden wir jetzt als erstes unser Lagerschiff zur Seite bewegen. Aber ja, der 18er mit seinen Atomraketen war ja nicht so schwer. So. Das kann erstmal dahin fliegen. Hoffentlich ist da keiner. So, der kommt jetzt direkt schon wieder auf uns zu. Unser Schiff hat aber auch null Lust, nach rückwärts zu fliegen. Warum auch? Ja, scheinbar haben uns
paar Raketen von ihm getroffen. Müssen nur aufpassen, gleich kommt der andere, das andere Schiff ja auch wieder. Was fabriziert er denn jetzt hier? Er will scheinbar abhauen. Wir haben echt zu wenig Crew. Das Nachladen dauert stundenlang. Ja, jetzt schießen wir auch nicht mehr, weil warum auch? Boah, schieß doch halt! Hier stehen auch zwei Schiffe. Unser Schiff hat so gar keine Lust zu schießen. Geht doch. Jetzt müssen wir gucken, wegen dem hier oben. Na, drei Railguns haben wir noch. Das sollte eigentlich funktionieren. Wenn mein Schiff mal die Güter zu schießen. Aber erstmal einen Kontrollraum da wegschießen. Hier schießen wir den Kontrollraum weg. So, kurz Pause. Und das sind die stärksten Schiffe hier. Hm. Okay. Wir müssen uns jetzt leider eigentlich hier durchschießen. Aber hier ist noch ein Kontrollraum. Ach, das ist eine Plattform, die er vor sich her schiebt. So, wie machen wir das jetzt am besten? Hier ist ein Kontrollraum. Ja, wir schießen ihm hier die Kanone einfach weg. Einfach schön auf die Energiekerne. Dann müsste hier alles explodieren. Hm, super. Die wollen abhauen. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Schießen wir ihm einfach den Antriebsschrott. Wir dürfen nicht zu weit ranfliegen. So. Was der andere? Gucken, ob wir schießen können, wenn wir noch in Reichweite sind. Nee. Konnten wir uns gucken, ob die Crew wieder an Bord kommt. Unser Schiff kann das dann hier gleich alles einsammeln. So. Schließen wir da wieder auf den anderen Kontrollraum.
Hoffentlich bevor der in unserer Nähe ist. Haben ihm natürlich jetzt durch die Panzerung geschossen. Seine Atomraketen brennen. Ist auch gut. So. Haben wir das direkt daneben geparkt. Das ist doch sehr schön. Könnte unsere blöde Crew jetzt vielleicht mal an Bord kommen. Ja, aber schon spannend. Ist direkt in dem Endgebiet. Greifen dich ein paar 18er und eine ganze Piratenbasis an. Sag mal, wieso kommen die nicht an Bord? Was soll denn das? Los, du auch. Geht doch. So, hier ist direkt der nächste. Die haben aber eine ganz schön große Reichweite hier in dem Endgebiet. Werden wir die Station ein kleines Stück näher bewegen. Und jetzt hier erstmal auf den da schießen. Vielleicht können wir den jetzt auch da direkt daneben sammeln. Und gucken, dass wir nicht zu viel kaputt schießen. Und da ist auch noch einer. So, auf was können wir denn da mal schießen? Oh, direkt auf den Energiekern. Schießt unser Schiff auch. So. Also das halbe Schiff haben wir zerlegt. So. Mit Schießen ist da nicht mehr viel, aber die Kommandoräume hat er noch. War halt nochmal auf die Kommandoräume schießen, aber... Das Ding will sich auch null bewegen. Ja, jetzt schießt doch dem bitte mal den Kommandoraum weg. Den anderen bitte auch. Dürften es jetzt nur noch die kleinen Mini-Plattformen sein. Gucken. So. Können wir hier erstmal ein bisschen sammeln. Ich habe hier zwar einen Scanner drin, aber da sind echt zu wenig Leute. Wo liegen denn die ganzen Schiffe rum? Ah, da liegen die. So. Da bewegt sich nichts. Hier müssen wir nicht reparieren. Wenn wir uns mal ein kleines Stück näher bewegen. So, ein Kommandoraum ist weg. Hier ist noch ein anderer. Die Basis ist schick fürs Endgebiet. Sieht auch cool aus, aber die lagert die jetzt ja nicht, ne? Hier ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Hier schießen wir gleich das ganze Ding Schrott. Ah, da ist auch noch eine.
Und hier ist die letzte. Werden wir uns da mal rüber bewegen müssen. Ja, oh. Geil, fanden meine Raketen ja super witzig. Nein, oh, scheiße. Welches Schiff bewegt? So, ich habe hier mal ein paar Triebwerke angebaut noch, damit diese Plattform wenigstens ein bisschen schnell fliegt. Wohnen einige Lager in die Mitte. Wenn die gleich voll sind, werden wir einfach welche anbauen. Und hier oben habe ich Schilde angebracht und ein paar Bergbaulaser, damit wir den ganzen Kram auch gut abernten können. Mal gucken. Ja, außer Munition haben wir alles angelassen. Kann der hier erstmal schön einsammeln. Da haben wir einen Punkt. Hier haben wir einen Punkt. Gucken. Also warte, hier waren zwei. Wo waren der andere? Da ist noch einer. So. Das kann unser Lagerschiff erstmal alles schön einsammeln. Und werden wir uns mit unserem Hauptschiff mal da eigentlich. Ach, die Plattform ist natürlich da ganz oben. Gott, auf dem Weg dahin. Bestimmt sehr viele Piraten. Gucken. Ich habe mich jetzt nichts. Gut. Immerhin haben wir dann einige Missionen direkt abgeschlossen. Sobald war. Ach, übrigens haben wir wieder keinen Ruhm fürs Zerstören der Schiffe bekommen. Warum auch? Oh, hier wieder das Kinderschiff. Einfach direkt in die Mitte schießen. Wieso schießt unser Schiff jetzt nicht mit allen gleichzeitig? Also alle 18er Schiffe auf einmal bei der Piratenbasis. War schon ein bisschen schwierig, aber einzeln ist das jetzt eher nicht so das Problem. Also hier würden wir 375 Ruhm kriegen, wenn wir den zerschießen. Kriegen wir aber bestimmt wieder nicht. Also 6510 haben wir. Gleich mal gucken, ob wir Ruhm bekommen. Sonst werden wir auch nie auf den Endstand von 10.000, was im Spiel möglich ist, kommen. Macht ja dann natürlich super Spaß. Wie viele Kommandoräume hat der denn? Das ist schon wieder einfach nur nervig. Nicht schwer, sondern nur nervig. Ah, guck mal. Kein Ruhm bekommen. Wer hätte das gedacht? Dämliche Scheiße. Ah, auch einsammeln. Ab zum nächsten Piraten. Mit dem wir wieder keinen Ruhm bekommen. Oh, scheiß Meteoriten, ne?
Super, ey. Kommen wir einfach keinen Ruhm. Oh, wir haben eine Raumstation gefunden. Schon wieder so ein scheiß Meteorit mitgeschleppt. So, irgendeine Station kontaktieren. Ah, cool. Wir nehmen die jetzt einfach alle an. Klappt ja sowieso nicht. So, können wir... Ha, 40, wow. Ja, hier sind ja ein paar Schiffe, vielleicht kriegen wir von denen welche. Wir brauchen natürlich... Oh ja, dann nicht. Plattform, Plattform, Plattform. Geil, keine Schiffe hier. Ist auch scheiße. So, wo müssen wir hin? Da. Und da. Die sind ja weit auseinander. Also angeblich können wir ja hier bis 10.000 Ruhm gelangen. Wer es glaubt. Dann einfach mal sehen, wenn wir alle Missionen und alle Piraten getötet haben, ob wir 10.000 kommen oder nicht. Welche Steine hier mal. Bremsen uns mal aus. Cool. Paar Antriebe. Ach nee, da sind gar keine. Ja, gut. Ja, Lass mich raten, wieder so wildeiner Schiffe. Ja, echt, die sind jetzt schon wieder einfach nur nervig. Ja, ey. Oh, schieß doch. Scheiß Schiff, ey. Willst du mich verarschen jetzt? Komm ich das Ding einfach. Ist mir jetzt auch zu doof. Verarschen hier. Nämlich Kinderschiffe. Mann, Mann. Die gehen einem auf den Keks, ey. Die sind nur nervig. Echt als, also bestimmt so gemacht, dass die Masse einen zerstören soll. Ja. Einfach nur nervig, die Dinger. Noch einer. Oh Gott, sind die nervig. Aber noch eine Nervensäge. Boah. Immerhin sind sie alle auf einem Haufen gestorben. Das war der nicht mal.
Oh nee, jetzt schiebe ich die ganzen Scheißteile vor mir her. Ist das ein Dreck? Oh, los, schneller hier. Jetzt hakt's wieder. Los, lass dich fangen und töten. Künstlich in die Länge gezogen. Mann, Mann, Mann. Da, ja, das hier. Ein Level 8er ist unser Ziel, oder was? Ja, ist klar. So ein Schwachsinn. Ein Level 8er ist die Mission. In dem Level 18er Gebiet. Ja. Also ich habe irgendwie gedacht, das Endgebiet sei super schwer. Wohl ein Atomraketenschiff. Mal direkt abbauen. Brauchen wir davon irgendwas? Nö. Ah, ich habe für nach dem Let's Play erstmal die Wälder des Todes gebaut. Mit auch nur 1252% Schaden. Geht natürlich noch mehr, aber das zu bauen war schon erstmal ganz schön langwierig. Und die Materialien dafür, naja, muss man bestimmt mehrere Tage sammeln. Da fällt mir ein, hier kann erstmal eine Fabrik mit Betriebsstahl hin. So. Betriebsstahl. Wo ist die Tür von dem Ding? Gut, da ist die Tür. Das heißt, hier muss ein Gang hin. So, Triebstahl. Spulen und Hyperspulen. Ja, die haben ja eine doofe Größe. Ja, das ist ja jetzt ärgerlich. Nein. Oh. Was war denn das jetzt? Spulen. So. Dann kommt ein Gang zu drumrum. Und hier machen wir Hyperspulen hin. Und keine Energie. Ah. So.
brauchen wir hier am besten auch noch ein paar Betten und ein paar Lager. So. Und Betten. Super. Will er die nicht jedes Mal rot machen? So, dann kommen hier jetzt erstmal. Brauchen das. Ja, bestimmt zu wenig Leute wieder, aber naja. So. Mit dem sind wir hier auf dem Weg. Erstmal speichern, vielleicht gehen wir drauf. Oh nee, ey. Das soll das Endgebiet sein, das ist doch lachhaft. Es ist nur nervig, ey. Ich komme jetzt parken wir hier einfach. Hauptsache, die schießen durch unsere Schilder oder was? Willst du mich verarschen? Diese kleinen Billo-Schiffe, ey. Die sind nur nervig gemacht. Statt dass man starke Gegner kriegt. Nö. Leichte Gegner und davon 100. Muss man sich ja auch noch halbwegs konzentrieren jetzt. Wir haben unser Schiff so gebaut, dass wir da Riesenschiffe wegknallen und nicht so Kinderdinger. Da ist der Schuss viel zu teuer für. Ja, nur unser Schiff will ja auch nicht schießen, weil warum auch? Mann, 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 ey. Darauf ein Scheiße sammle ich jetzt nicht ein, ey. Jetzt schießt da drauf, verfickte Scheiße. Kann ja wohl nicht wahr sein. Mann, Mann. Oh, nächsten kleinen Penner. Ja, dann schießen halt erst auf den, mir auch egal. So, oh, buhu. Echt mal, die gehen so schnell in den Arsch. Lebt ja immer noch einer. Jetzt komm her. Ich hab die ganze Zeit. Oh, ein großes Schiff. Na, einfach hier mitten durchschießen. Immerhin seine Railguns treffen uns nicht. Da ist die Punktabwehr gedacht. Wer, wenn unser Schiff schießen würde? Hier Railguns und nicht eine von denen schießt. Ja, ein einzelner Schuss will mich doch verarschen. Oder ist man doch nächste Woche noch beschäftigt? Deckkanonen sind scheiße, weil du da super nah an den Gegner ran musst und er schießt, hat er dich vernichtet?
Railguns laden nicht nach. Weil warum auch? Mann, Mann, Mann. Oh, jetzt schieß doch. Mann, 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 ey. Können da jetzt liegen bleiben. Schrottigen Müllhaufen. Wenn man den Scheiß eingesammelt hat, ist ja Weihnachten. Können das nicht einfach starke einzelne Gegner sein? Wieder nicht. Natürlich schießt unser Schiff wieder nicht, weil warum auch? Was macht unser Scheißschiff? Ein Schuss, so kommen wir ja nie durch die Schilder. Schilder. War hier nicht eben noch einer? Hier waren noch zwei. Dürfen wir die wieder einzeln zerschießen? Nur so viele Kommandoräume, damit es länger dauert. So, nächste. Das Endgebiet ist ein Witz. Nur so lange, weil man hier die ganze Zeit quer durch die Gegend fliegen muss. Jetzt hier noch ein Kommandoraum. Der überhaupt Bewaffnung? Nur weil wir hier die ganze Zeit rumfliegen müssen. Jetzt sind es hier bestimmt wieder so Dutzend einer Schiffe. Ist ja nicht zum Aushalten. Schade, dass sich auch in jedem Gebiet so einfach wiederholt. Die sind von 1 bis 18 einfach. Ja, hier wieder diese Pissnelken da. Einfach nur ein kleines Stück stärker jedes Mal. Oh, ein fast großes Schiff. Mm. Schieß doch einfach durch das blöde Schiff, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die sind nicht stark, einfach nur viele Kommandoräume. Thank you.
Jetzt schießen wir wieder nicht, weil warum auch? Oh, Kacke. Der Pisser hier schießt noch auf uns. Jetzt mach den doch mal platt. Geht doch. Weil hier die liegen dicht beieinander, da könnte man mal einen Punkt setzen. Fliegen wir hier rum. Gucken, ob wir hier noch ein Fragezeichen auf dem Weg finden. Ah, ist ein Fragezeichen. Da ist auch eins. Oh, ein Zielgebiet. Was ist es? Oh Gott, nee, ey. Das ist doch ein Witz, das Endgebiet hier. Das ist doch nicht schwer. 8 oder so Level 4er hier. Also mach ich bitte dich. Ist die Arbeit nicht wert, hier drauf zu schießen? Mann, Mann. Hier gleich die nächsten. Dreh dich, scheiß Schiff. Sag mal, macht ihr. So. So, hier aufs nächste schießen. Heute noch. Ein 12er. Was ist denn das für ein Gebiet? Also mal im Ernst. Jetzt mach doch hin. Nee. Noch mehr Nervensägen. Ja, da brauche ich nicht weiter drauf schießen. Oh, ein Level 4er, der ist ja fast noch leichter. Auf dem Level 3er und 4er hier Atomraketen schießen. Völlig schwachsinnig. Voll die Verschwendung von Munition. Oh, noch eine Nervensäge. Einsammeln werde ich den ganzen Scheiß nicht. Sind gleich fertig hier. Dann werde ich doch jetzt nicht hier noch stundenlang einen Scheiß einsammeln. Wozu, wenn du hier das Spiel durch hast, also. Eigentlich auch unnötig jetzt noch was einzusammeln. Oh nee, schon wieder. Eieieiei. Weiß gar nicht, wozu manche da ewig brauchen. Wieder super schnell hier. Das ganze Spiel war ewig schnell durchgespielt. Wenn man nicht so ein großes Schiff baut, sondern. Ja, jetzt hat der sich da verhakt. Wenn man einfach nur zwei Railguns nebeneinander setzt und ein paar Antriebe dran knallt, hätte man das Spiel ja in der Hälfte der Zeit durch.
hab's ja einfach nur größer gebaut, damit wir in Abwechslung haben. Wir hatten ja erst Laserkanonen, Prismas hatten wir. Ja, ist klar, warum sind wir so nah? Uhrenspiel, also mal im Ernst. Er fliegt hin, wo er lustig ist, also ganz im Ernst. Gegen so ein Kinderschiff verloren, nur weil diese Dreckssteine im Weg liegen. Mann. Also dafür, dass man das in 10 Stunden durchgespielt hat, oder noch schneller. Weiß ja nicht. Man kann zwar viele coole Sachen bauen, aber nur deshalb... Oh, und das dauert alles so lange. Jetzt mach doch hin. Meine Fresse, ey. Die Drecksteine hier, dass wir da nicht drauf schießen können, ne? Boah, Alter, ist nicht wahr. Los, jetzt hier. Da lang sollst du fliegen, Hurensohn. Meine Fresse, ey. Ja. Der Penner kann hier viel besser wenden als wir. Ja, unser Schiff schießt nicht. Ganze knicken. Das brauchen wir gar nicht probieren. Unser Schiff schießt nicht. Ja, ganze knicken. Wir sind gleich wieder. Glaubt man nicht, dass unser Schiff schießt. Warum auch? Also echt mal. Ja, alle außer Betrieb. Und jetzt wieder so ein Dreckstein, der uns verlangsamt. Oh, komm jetzt, da habe ich so gar keinen Bock drauf. Scheiß Asteroidenfelder. Ja, einen Schuss. So kommen wir doch nicht durch die Schilde mit einem Schuss. Boah, jetzt mach hin. Auf mal 8 und er lädt nicht nach, die Energie hier. Ist nicht wahr. Gott, wir sind in ein anderes Gebiet geflogen. Scheiße. Was ist denn das für ein... Ja, super. Der sieht nicht nur scheiße aus, der ist auch nicht stark. Wir sind so nah, wir schießen schon wieder mit den Atomraketen drauf. Oh, jetzt noch ein... Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ja komm, das brauchen wir nicht probieren, wenn unser Scheißschiff nicht schießt, Alter. Es ist einfach mit einem Quadrat durchs All fliegen, das nicht schießt. Als würdest du mit einem Panzer auf einen scheiß Fliege schießen. Ey, andersrum. Ein Elefanten oder so, der tot an der Erde liegt und sich nicht bewegt. Ist da noch kein Ziel schießen hier. Schwachsinn. Dann gehen wir diese Tourenquest hier ab und hoffen, dass wir wenigstens noch 3 Leute Personal kriegen, damit wir vielleicht ab und zu schießen. Scheiße, ey. Ja, fick dich, Spiel. Ist im Ernst.
Oh, hier nicht mal das funktioniert, ey. Wichse, ey. Starte deinen scheiß Antrieb. Gott, nicht noch eins. Ja. Oh. Einen Scheißdreck können wir wieder kaufen hier. Los, Hurenschiff, komm an hier. Personal. So, hier direkt der nächste. Warum verlangsamt der uns hier schon wieder? Er ist kein Scheißpirat. So, können wir neue kaufen. Ah, 10, woo. Reicht doch im Leben nicht. Immer noch scheiß Raketen. Ah, ohne Ende. Ah, warte, was gibt's hier für Drecksmissionen? 16er, ja, die können aber halten, also mal im Ernst. Ja, die geben auch. Ja, cool. Hier gibt nichts mehr rum, weil warum auch. So ein scheiß, erst Kackpersonal. Los. Also Ruhm kriegen wir mit diesen drei Quests hier. Wird ja wohl eher nicht auf 10.000 kommen. Naja, könnte ja doch reichen, gerade so. Schon wieder in so einem scheiß Steinfeld da. Ja, Hurenschiff, flieg hier hin, so schwer ist nicht. Oh, schieß jetzt hier einfach. Meine Fresse, ey. Mein Gott, ey. Jetzt kommen wir auch durch die Panzerung durch. Ist ja auch Zeit. Oh, wo ist der andere Scheiß-Penner jetzt hin? Er wurde wahrscheinlich gerade getötet. Oh, ja, oh, komm. Also, die Schiffe machen, was sie wollen. Richtig schlimm ist, wenn du zu nah an eine Piratenbasis ranfliegen musst, weil du nur Kanonen hast oder so. Ich komme mit diesen Drecksstein überhaupt nicht klar. Boah, ey, schieb nicht den ganzen Müll vor dir her. Ja, klar, warum sollte unser Schiff auch das machen, was es soll? Los, töte ihn, meine Fresse. Dann halt den da, wenn du schon nicht schießt. Ja, buhu. Der ist direkt mit explodiert, auch nicht schlecht. Hm. Aber das. Ach, das hier lebt noch. Hm. So klein gar nicht gesehen. Wo ist der letzte? Ah, hier dieses Kinderschiff wieder. Boah, los, knall ihn ab. Schieß doch. Meine Fresse, diese Dreckshurensteine, ey. Boah, und dieses Verlangsamen. Viel zu viel Müll liegt hier rum.
hier außen rumfliegen, nur um zu diesem scheiß Fragezeichen zu kommen. Oh, machen wir die drei da am 10.000 und gut ist. Ah ja, 10 Millionen, 10.000 passt ja. Was für ein Schwachsinn ist da? Was ist das für Kack? Los, einsammeln, zack, zack. Nicht wahr, ey. So, müssen wir hin? Echt hier runter oder was? Asteroidenfeld, ja, das kann er vergessen, da habe ich. Nee, das kann er direkt knicken. Gegen hier hin, das. Und die beiden hier. Los. Was macht eigentlich der auf dem Scheiß hier? Bis zum Henker. Ich habe überall Luftschleusen hingemacht, gebaut. Ne? Was machen die? Laufen hier lang, da hoch und nehmen hier oben die Luftschleuse. Ist nicht deren Scheiß ernst. Und bloß einfach aufhören einzusammeln, ne? Warum auch? Stirb halt einfach. Die werden ja immer schwächer. Echt, wir haben genug Leute, ne? Und die laden trotzdem nicht nach. Und das auf mal 4. Welgans Schiff kannst du in die Tonne treten. So, nächstes Zielgebiet hier unten. Jetzt bewegt sich. Ah, so, ich habe Pause, gut, nichts gesagt. So, eine der beiden haben wir fertig. Gut, dann überziehen wir jetzt ein bisschen, aber ich werde nicht jetzt einfach wegen 3 Missionen noch eine Folge raushauen. Ist doch Schwachsinn. Na, für den Scheiß. Ah, Hyperraumbarke. Los. Wenn wir den fangen, töten wir den auch. Fliegt ja hier gerade rum. So, wir stehen gerade gut, einfach da reinschießen. Hat ja super geklappt. Weil unser Schiff ja auch das macht, was es soll. Nämlich schießen. Meine Fresse, ey. Versehentlich gerade schon wieder Kamera gedreht hier. Scheiße. So, ne? Ah. Ah, los. Es ist eigentlich ein Geduldsspiel, in dem du von Anfang bis Ende immer alles wiederholst. Immer und immer und immer wieder.
Wie grinden. Immer dieselbe Quest. Jeden Tag. Immer und immer wieder. Immerhin scheinen hier unten einzelne Schiffe zu sein und nicht diese 10 Dreckskinderschiffe da. Die sich eigentlich auch aus Höflichkeit einfach selbst sprengen könnten. Ich meine, wenn das Schiff das macht, was es soll, kann es wenigstens keiner angreifen. Das ist wieder Hyperraumbarke. Oh, der ist direkt da. Das passt sicher. Hat sich da extra hingestellt, weil er sterben möchte. Kann er doch sagen, ist doch kein Problem. Aber wo hat denn sein scheiß Kommandorohr? Der steht hier unten. Ich weiß nicht, ob der eine Wellgun hat oder Peng, ey. Mit ein bisschen Punktabwehr hältst du die ganzen Schüsse der Wellgun auf. Mhm. Ach, cool. Mussten nicht mehr auf den Kontrollraum schießen. Das war der gar nicht. Aus dem Gebiet hier. Oh nee, schon wieder so ein Stein. Oh Gott, das sind wieder diese Kinderschiffe. Die sind so nervig, das nicht wahr. Ja, und unser Schiff schießt wieder nicht, weil warum auch? Will was gegen so Kinderschiffe. Oh, Alter, sollst du drauf schießen, so schwer ist nicht. Nachladen und schießen. Naja, mussten diese Wichser in diesem Schiff nicht machen. Und was machen sie? Nichts machen sie. Oh, Alter, du sollst schießen, du Drecksschiff. Alter Schwede da. Noch so ein kleiner Penner. So, waren das die jetzt? Ja, wow. So. Welche von denen ist die 18er Mission? Also, die haben wir. Die haben wir. Wieder. Wie ist das? Dann können wir hier alle abgeben, haben unseren Ruhm auf 10.000 auf den Endstand gebracht, das, was im Spiel möglich ist. Und auch sogar 10 Millionen zusammenbekommen, obwohl wir ein Riesenschiff haben. Und eine Raumstation, die wir zu einem Lagerschiff umgebaut haben und erweitert haben. So, mit dem töten wir den. Die können mal blöd an Bord kommen. Oh nee, schon wieder Steine im Weg. Los, von hinten reinschießen. Einfach drauf, ganz kurz einmal den Kack-Kontrollraum schießen. War das nicht der richtige Kontrollraum? Oh nee, der hat noch mehr von den Dingern. Das ist nicht sein Ernst.
Jetzt muss man völlig wachsinnig schon wieder durchs ganze Schiff schießen. Mann, Mann. Boah, schieß doch. Ey, das ist so künstlich in die Länge gezogen mit diesem Schießen. Das Schiff kann einen Scheiß machen, ne? Und trotzdem muss man noch ewig drauf schießen. Wahrscheinlich schieben wir wieder gleich einen dämlichen Stein vor uns her. Würde mich jetzt gar nicht wundern. So, 3 Ziele sind hier angeblich. Wahrscheinlich sind es wieder 5, 6 oder 10. So, los, lasst euch töten. Seid so nett. Ah, hier wieder so ein paar Kinderschiffe. Nee. So. Der da ist schneller. Elva. Jetzt. Was ist denn das eine Herausforderung als 18er Quest? Also. Was zum Henker? Ja, hier er unser dämliches Schiff schießt, ne? Am Ernst, er hat nur so ein paar Schilde. Wir würden da locker... Ja, wir wollen das nicht. Wir wären da locker durchgekommen. Wenn unser dämliches Schiff mal auf einmal schießen würde. Nicht ein Schuss. Ein bisschen später, wenn das Schild wieder aufgeladen ist. Der zweite Schuss... Haben wir denn 4 von den Railguns, Alter? Ich auch direkt nur eine einbauen müssen. Oh, hier wieder das angepisste Nervenschiff, ey. So, was hat jetzt hier gepiept? Noch einer. Ja, Herrgott, dann flieg halt da lang, ey. Kurs abfangen heißt das hier und nicht hinterherfliegen. So, ach ja, nur nicht schießen. Nee, warten, bis sich das Schiff dreht. Ja, macht echt Spaß, wenn eine von 4 Waffen schießt. Aber doch einfach nur ewig. Guck mal, jetzt liegen die beiden Scheißschiffe nebeneinander. So. Station. Oh Gott, wir müssen echt zu der anderen auch noch. Nur um die blöde Mission abzugeben. Oh, ist doch nicht wahr. Mal hier Crew kaufen von denen. Echt jetzt? Reicht nicht, oder was? Ah, fertig. Woo. Herzlichen Glückwunsch. Du hast legendären Ruhm, den höchsten Ruhmrang erreicht. Das ist im Moment das Ende von Kosmotier und du solltest dich als siegreich betrachten, aber du kannst gerne weiterspielen. Während des Early Access können später noch neue Enden hinzugefügt werden. So, dann müssen wir das erstmal einmal so speichern.
Wir haben sogar 12 Millionen bekommen insgesamt. Das ist doch cool. Können wir mit der hier irgendwie noch Crew kaufen? Ah, cool, auf unser Lager passen 900 Leute. Wie viel? Oh, ja. Imperium hier im Endgebiet zu benutzen, ist super teuer, Alter. Man braucht da ewig viel von. Ja, gib mal 3000. Also, wir haben 11.890.071 Credits, 10.000 Ruhm, ein großes Lagerschiff, das man auch noch, wenn man möchte, erweitern kann. Und am Anfang mit Prisma und mit Kanonen probiert und dann umgebaut auf Railguns, die auch nur schießen, wenn sie Lust haben. Und ich könnte ja jetzt fragen, warum zum Teufel wir auch nicht eine Rakete haben. Warum sind die denn leer? Haben wir keine Raketen mehr? Oh ne, wir haben keine Raketen mehr. Na, die sollten welche herstellen. Wir haben auch keinen Schwefel mehr. Na, immerhin sind wir jetzt fertig, ne? Weil irgendwie die Raketen sind alle. Ja, cool, 33 Teile haben sie. Das Tritanium können wir direkt auf das Lagerschiff noch übertragen, schnell. Also Stahl, Spulen, Spulen, Tristahl. Also im Prinzip eigentlich alles. So. Dann sind wir jetzt fertig. Haben es fertig durchgespielt. Da ist noch einer gekommen. 5. Aber scheinbar kriegen wir nicht die Maximalcrew, die wir benötigen für unser Schiff. Das ist ein bisschen schade. Ich habe eigentlich gedacht, dann hätten wir mal gesehen, wie schnell es feuern kann. Aber naja. Gut, dann haben wir Kosmotier fertig durchgespielt. Lass die jetzt hier noch das rüberräumen. Und dann, na, wenn es ein Update gibt irgendwann, man noch schwierigere Stufen spielen kann, werden wir uns die mal angucken, ob die wirklich schwerer sind. Oder wie arschlangsam unser Schiff dann immer noch schießt. Aber ansonsten war es das erstmal hier mit Kosmotier. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, gerne abonnieren und liken. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Spielen. Bis dann.